Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und da wir leider nicht schlafen können, müssen wir diese Mission hier in der Nacht machen. Wir sollen nämlich... Ich hatte einen Kameraden, die Erkennungsmarken der Soldaten hier in der Stadt beseitigen. Und, nicht beseitigen, einsammeln. Und müssen dazu die gefallenen Soldaten der RNK, die Verstrahlten, töten und damit von ihrem Leid befreien. Und das in dieser höchst verstrahlten Stadt. Wo ist er da? Ich glaube, das sind die, oder? Sind die das? Ah ja, verstrahlte RNK-Erkennungsmarke. Die Geschütztürme sind ja schließlich noch von der RNK. Die sind bestimmt nicht gegen uns gerichtet. Hm. Hey. Ah, die laufen hier auch noch rum, als wären das normale Soldaten. Ist das trauriger. Die sind ja auch noch nicht so lange verstrahlt. Oh Mann, sie tun mir leid, die armen Schweine. Oh, was haben wir denn hier? Das Polizeirevier von Sojourner, kann ich nicht rein, ja, schade. Da haben wir einen Computer. Geschütztürme. Stumbling. Oh. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt gut ist, wenn ich die jetzt aktiviere, weil dann könnten sie sich doch auch gegen uns richten, oder? Nicht? Dann aktivieren. Ich meine ja nur. Oder richten sich die Dinger dann nicht gegen uns? Schau, obwohl, scheint nicht so, ne? Gehen wir weiter in die Stadt rein, würde ich sagen. Oh Mann, in dieser verstrahlte Hölle. Es war einst eine blühende Stadt. Dann kam die Legion und zerstörte alles. Und aus solchen Gründen verstehe ich halt immer nicht, wie man für die Legion sein kann. Ganz ehrlich, die sind so unmenschlich. Halt echt unverständlich. Gehen wir in die Kirche, wie es aussieht zumindest. Und das ist noch ein Computer. Sabotage. Ja, schade. Das könnte Software sein. Nein. Okay, Wreckage. Okay. Twitter, Saha, TTT. Oh Gott, was? Aktivieren wir auch die. Was haben wir da? Storage Arena. Kellertür ins RNK-Lager. Vielleicht haben hier ja noch ein paar. Hallo. Caesar ist also tot. Warum kümmert sich die RNK da noch nicht um die normalen Leute? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich könnte dich das gleiche fragen. Ich heiße Logan. Was zum Teufel willst du? Warum diese Feindseligkeit? Hör mal zu, ich hab hier keinen Bock auf dich. Entweder du verziehst dich oder die Sache hier wird ernst. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Suchen Sie nach etwas Bestimmten. Das geht dich einen Scheiß an. Vielleicht kann ich ja behilflich sein. Hör mal her, wenn du wirklich helfen willst, dann kannst du entweder verschwinden oder den scheiß Computer da drüben hacken. Wonach suchen Sie im Computer? Dem Lagerplatz der Strahlenanzüge. Ich habe eine Inventarliste entdeckt, laut der es welche geben soll, aber ich kann sie nicht finden. Der Computer sollte wissen, was mit ihnen passiert ist. Ich sehe sie mir mal an. Ja, mach das mal. Ich hoffe, dass der danach wenigstens ein bisschen freundlicher ist. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer. Dorda. Governor. Dann kann ja Remember nicht sein.
So, was haben wir denn da? Aktuelles Inventar. Unbekannt. Protokoll-Eintrag 1836. Cap Sergeant, Protokoll des Quartiermeisters. Eintrag 1836. In letzter Zeit kommen weniger Nachschublieferungen als früher. Ich habe den Funkoffizier gefragt, ob es Kommunikationsprobleme gäbe, und er meinte, es sei alles in Ordnung. Ich kontaktierte unsere Versorgungsbasis und erfuhr dort lediglich, alle Anfragen seien bearbeitet und jeder einzelne Gegenstand auf meiner Liste ans Lager geliefert. Entweder belügt man mich oder jemand fängt unsere Lieferungen ab. Ich muss die Sache näher untersuchen. 2257. Ich entschloss mich, in meiner Freizeit mal die Handelsroute abzugehen, auf der die Güter ins Camp geliefert werden. Unterwegs traf ich einen Reisenden und fragte ihn, ob er fürs Campleit bestimmte RK-Nachschublieferungen gesehen habe. Er erzählte, er habe gesehen, wie man einige RNK-Kisten aus dem Lipton herausgebracht habe, aber wisse aber nicht wohin. Und er meinte, die Männer haben nicht wie RNK-Soldaten ausgesehen. Wenn ich das nächste Mal lang genug frei habe, muss ich nach Lipton. Mal sehen, ob dort jemand was von dem Verbleib der Versorgungsgüter weiß. Und jetzt safe entsperren. Und da, oh, schöne Sachen. Erste Hilfekasten. Interessant, right away. Achso. Du, Logan. Diese drogensüchtigen Unholde in Wall 3 haben Verluste erlitten. Diese sollte man einfach alle umlegen. Haben wir doch. Meines Wissensstandes nach. Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung ich gesehen? Ich war drüben. Sieht man meilenweit. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich habe herausgefunden, wo die Strahlenschutzanzüge sind. Ich sag dir mal was. Bring uns diese Anzüge und du kannst zusammen mit uns die Stadt plündern und deinen Anteil behalten. Hierfür sollte ich lieber einen größeren Anteil bekommen. In Ordnung, geht klar. Aber bring uns erstmal diese Anzüge. Okay, ich komme wieder. Jetzt geh schon. So überfreundlich, diese Leute hier. Glücksrad. Mit jemandem in Lipton über die verschwundenen Strahlenschutzanzüge sprechen. Oh, Mann. Erstmal gucken, was es hier weiter in der Stadt geht. Dann kann ich weiter gucken. Ne, das Haus ist echt komplett abgeriegelt. Das ist auch. Oh, die Skorpione. Na? Verstrahlte Yucca-Bandenfrucht? Naja, das war nicht mein Ziel. Giftdrüse schon eher. Wo denn? Ach, da. Hallo. Tschüssi. So, was haben wir denn hier? House and Searchlight. Ach ja, natürlich. Wer zur Hölle sind Sie? Und was zum Teufel machen Sie an diesem verfluchten Ort? Ach, vergessen Sie's. Ist alles nicht wichtig. Willkommen in Camp Searchlight, dem beschissensten Ort der Welt. Sie sind nicht wild, oder? Nein, das bin ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Ich bin Private Kyle Edwards, ehemaliger RNK-Soldat. Ehemaliger? Was ist passiert? Ist das so schwer zu erkennen? Die verdammte Strahlenbombe hat mich erwischt. So kann ich der RNK nicht dienen. Vielleicht lassen Sie sie wieder rein. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, was die RNK von Ghulen hält. Warum sind Sie noch hier? Ich bin hier, weil ich nirgendwo anders hin kann. Sie müssen doch irgendwo anders hingehen können. Ich würde ja wirklich gerne gehen, aber ich weiß nicht, wie sich die Strahlung auf mich auswirken wird. Aber Gute sind immun gegen Strahlung. Ja, aber ich will nicht wild werden. Und genau das würde mehr Strahlung wahrscheinlich verursachen. Es gibt immer noch Strahlung in Ihrem Haus. Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Ich gehe nicht raus. Ja, aber... Ja? Können Sie mir etwas über Camp Searchlight erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Was wollen Sie denn wissen? Was ist die Geschichte des Lagers? Ich weiß, dass dieser Ort früher eine Minenstadt war, bevor die RNK einrückte. Ich glaube, vor dem Krieg wurde hier Gold abgebaut. Mehr weiß ich nicht.
Tut mir leid. Mir ist aufgefallen, dass Sie eine RNK-Erkennungsmarke tragen. Ja, das bin ich. Na und? Wissen Sie was? Draußen ist ein RNK-Soldat, der möchte, dass ich Sie für die Marke umbringe. Geben Sie mir Ihre Erkennungsmarke? Tut mir leid, aber davon trenne ich mich nicht. Es ist das Einzige, was mich an mein früheres Selbst erinnert. Ihre Menschlichkeit ist Teil von Ihnen und nicht Teil einer Erkennungsmarke. Da haben Sie wohl recht. Hier, nehmen Sie sie. Danke. Aber liegt ja ganz schick hier. Und wenn ihr irgendwann wild wird, weil die Strahlung ist ja auch nicht geringer. So. Ui. Ich glaube, ich hau mir mal einen Weatherway rein. Dann geht die Strahlung so runter, obwohl ich hier bin. Hier ist anscheinend das Zentrum der ganzen Stadt. Zumindest ist hier die Strahlung gerade am höchsten gewesen. Eieiei. Oh, ist das die Schule? Ja, die Grundschule. Eieiei. Wow! Hilfe! Das war unerwartet. Sagen wir es mal so. So, ich brauche eigentlich noch einen Weatherway. Kirche hatten wir schon, ne? Ah, da ist auch nichts, das sehe ich ja. Okay, Feuerwehr. Ich muss einen Weatherex nehmen. So. Da dürfte es mir ein bisschen besser gehen. Kann ja auch nicht rein. Oh, okay, okay, okay. Dann halt nach Nippen. Für die Quest. So. Was macht denn die Legion wieder hier? Mit den Hunden. Aufgaben. Mit jemandem Nippen über diese Schutzanzüge reden. Ach! Mit dem, der hier gefangen wurde, klar. Dem die Beine gebrochen wurden. Hallo. Worum geht es denn diesmal? Wissen Sie irgendwas über irgendwelche RNK-Vorräte? Ich sah, wie einige Legion-Ärsche Kisten in eine Höhle nördlich von hier schleppten. Könnte RNK-Kram gewesen sein, keine Ahnung. Ich habe mich um die Sklaven-Aramane gekümmert. Wissen Sie, was wirklich schön gewesen wäre? Wenn Sie früher aufgetaucht wären und mich gerettet hätten, bevor man meine Beine zermatschte. Jetzt verpissen Sie sich und lassen Sie mich schlafen, mein Held. Das wäre auch wirklich schön. Oh Mann, ey. Leute sind so freundlich heutzutage. So, wo ist das? Ah, das ist da. Versteckte Vorratshöhle. Habe ich noch nicht erkundet. Wundert mich. So, Hinji, Hundis, Hundis. Ah, schön. So, wie gehen wir denn da jetzt am besten hin? Ich weiß nicht, in dem Haus da hinten, da habe ich mich doch versteckt, als ich da den ersten großen Angriff gegen die Legion hatte. In Folge. Ich würde grob schätzen, Folge 10 oder so. Erstschlag gegen die Legion oder so, wie das hieß. Das waren noch Zeiten, über 100 Folgen her. Letztes Jahr. Alter, Alter. Weatherway kann ich trotzdem gebrauchen. Wo ist es nicht? Ich bin immer noch verstrahlt? Ich glaube, dann ist es einfach mal besser beim nächsten Mal, wenn ich Blumen, sollte ich die nicht auch mitnehmen?
Wenn ich beim nächsten Mal einfach direkt zum Arzt gehe. Ich glaube, es ist günstiger. Das spare ich ein bisschen. So. Minuten 15 Uhr. Ich hätte gedacht, wir sind auch übrigens schon ein bisschen fortgeschritten an der Folge. Also, weiter in der Folge mit der Zeit, meine ich. Und hat mich. Naja, egal. Ist ja eigentlich gut. Da können wir sogar noch ganz viel in der Folge machen. Vielleicht den ganzen See hier erkunden. Diesen Ivan Patrockensee. Den es ja, glaube ich, wirklich gibt. Meine ich. Also, es ist ja alles, ne? Basiert hier ja relativ auf. Hey, die ist nicht da. Das ist, dann ist ja egal. Basiert ja alles halt auf echte Umgebung und, Alter, mich erschrocken. Das da gehört halt auch dazu. Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Erstmal hier, was haben wir denn da? So. Dann haben wir nämlich gleich wieder den Durst weg. Hier haben wir einen Strahlenschutzanzug. Ein Strahlenschutzanzug-Paket. Eine Powerfaust. Naja, das ist nicht so wichtig. Bei den Anzügen mit zu Logan zurückkehren. Ach so. Ja, stimmt. Aber ich gehe vorher noch zu dem Waffenhändler, zu den Waffenstiebern, meine ich. Weil ich muss ein bisschen handeln. Kojottenbau mache ich später. Nächste Folge wahrscheinlich. Wo ist er denn nochmal? Irgendwo hier. Waffenschieber da. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich wirklich deine kompletten See einmal erkunden. Da ist, glaube ich, auch nicht so viel. Willkommen, Sir. Hast du wieder Geld? Jawohl. Es freut mich. Okay, dann habe ich nämlich wieder. Kann ich wieder Sachen kaufen? Vor allem Munition. Und 308 da. So. Ist hier Sachen, die ich nicht brauche? Grocknet der Barbar. Ja, ist klar, aber. Sowas. Und Goldgecko-Ei. Die Hülsen sowieso. Kostet Geld und sowas halt. So, akzeptieren wir doch mal, ne? Perfekt. Äußerst, äußerst perfekt. Die 108 können wir auch noch dann machen. Direkt, komm, hauen wir mit rein in die Folge. Das sind dann die letzten 4 Minuten etwa, wo wir handeln müssen. Dann können wir nämlich da noch den Rest verkaufen, den Veronika und so hatte. Aber ich glaube, die haben da nicht so viel Geld, meine ich, ne? Aber was ist denn hier los? Das Ding floriert ja richtig. Morgen. Aha. Wollen Sie Nachschlag? Klar. Ich will dich nochmal schlagen. Was? Okay, ich kann hier nichts kaufen. Da. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja, so ganz in der Art. Wollen Sie Nachschlag? Ja, ich will dich nochmal schlagen. So, oh. Oh, toll. Ein weiterer. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe Geld bekommen von dir. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? So. Nee, warte mal, eine Sache fehlt doch. Jetzt lassen Sie nicht das schwere Zeug tragen, oder? Ich
dachte, ich hätte ihr die Hand genommen. Aber Alter, was ist denn hier los? Das ist ja richtig florierend. Sie sind ein vorbildlicher Bürger. Danke sehr. Ihre Freundin passt offenbar nicht wirklich hierher. Ja. Angeblich sind die Securitrons noch zäher als... Was brauchen Sie? Zeit, dass ich gehe. Was? Angst, seit Ihre Gesichter anders aussehen. Unser Sieg in... Was brauchen Sie? Ich würde mich... Nelson ist eine Geschichte, die ich auf meinen Reisen gern erzählen werde. Ich hätte noch Schusswaffen. Ja. Und ich verstehe nicht, was hier los ist mit diesem Stützpunkt. Habe ich dann mal eine Mod installiert und weiß das nicht? Hydra. Nein. Warte, Hydra will ich gar nicht verkaufen. Rebound. So. Okay. Perfekt. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.